Moin Moin Community, hallo Freunde, willkommen auf Smarty Let's Play am Mic, der Smarty für euch. Und ihr seht schon, ich bin auf der Homepage von Techland. Gibt ein neues kleines Event und ein, zwei Infos, die ich euch präsentieren möchte. Das Event heißt Mahalas Visionen. Kurz und knapp, es geht hier um drei Rätsel, die Techland uns präsentiert. Ich möchte gar nicht um den heißen Brei reden, ich möchte keinen Clickbait, also kurz und knapp als erste und wichtigste Info. Alle Rätsel handeln von Easter Eggs und alle Easter Eggs sind bekannt. Interessant sind eigentlich nur zwei Sachen in der Geschichte. Ich klicke mal drauf und zeige euch direkt mal als erstes. Schön präsentiert. Im Video erkläre ich euch gleich im ersten Teil mal kurz die Übersetzungen, noch ohne Spoiler. Und wenn ihr dann wollt, bleibt ihr ein bisschen länger dran und dann erkläre ich am Ende auch, um was es sich da genau handelt. Aber interessant ist das hier. When the times comes to choose. Wenn die Zeit der Entscheidungen kommt. Und diese Visionen hier, Mahalas Visionen, sollen nur der Weg von ein paar Geheimnissen aufzeigen. Oder wer weiß das schon, steht hier. Man könnte ja sein, dass es da noch mehr gibt. Und der nächste Satz ist der Hammer. You may even find more. Du wirst vielleicht mehr als 100, Achtung, 100, ich muss es markieren, 100 plus Easter Eggs, soweit nicht, 100 plus Easter Eggs in der Welt von Dying Light 2 finden. 100 plus, Community, helft mir bitte. Verpasse ich was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich blende jetzt mal ganz kurz jetzt eine Nachricht von Twitter ein. Die bezieht sich auf New Game Plus. Sie sind dran. Gut, ich blende auch direkt wieder aus, aber es heißt, vielleicht New Game Plus, neue Easter Eggs. Sagt es mir, was denkt ihr? Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich überfragt und ich will auf keinen Fall hier ein Clickbait auslösen. Das dazu. Kommen wir auf die drei Rätsel. Jetzt doch ohne Spoiler, gleich mit Spoilern. Ich übersetze mal ganz einfach diese drei Geschichten hier. Die Empfehlung startet in dem St. Paul Island. District steht hier schön klein eingeblendet. Und ihr sollt in die Richtung eines Busses, der dort seit Jahren verlassen steht, euch orientieren. Ihr sollt den Strom anschalten und damit weitere Informationen und Hinweise erhalten. Auf der Spitze einer Struktur, die bei den Händen derer, die sie anbeten, erschaffen wurden, grob so, sollt ihr euch umschauen und ihr werdet sehr schnell zum Skater. Ich denke mir, da klingelt schon bei einigen und da wissen schon welche, viele, um welches Easter Egg es geht. Das zweite war ein bisschen schwieriger. Start in Garrison District. Wach auf, Pilgrim, du hast eine Stadt zu retten, zu beschützen von der Spitze der Welt. Lass dich von dem Wind davontragen, wo die Stifte über das Schwert regieren. Finde einen Mann und die Quelle der Wärme. Warmth? Ich glaube, ein bisschen anders. Aber ich denke, es trifft den Punkt. Hat ein bisschen gebraucht, bis es da bei mir getriggert hat. Der letzte ist aber wieder sehr einfach. 1, 2 ist nicht genug. 6 weitere Treffer besiegeln den Pakt. Treffe mehr und treffe auf Härte. Und mit einem Sprung und einem Savage, mit einem brutalen Akt, da sollt ihr zur Trinity District gehen. Okay, das waren die drei Rätsel. Wenn ihr jetzt Lust habt, alles viel Spaß, habt gute Unterhaltung und viel Spaß am Tag und findet die Sachen raus. Ab jetzt Spoilerwarnung. Jetzt kommt Teil 2 Erklärung. Erstes Rätsel. Logischerweise geht es hier um das Hoverboard. Ich blende mal kurz den Spot ein. Dort findet ihr auf dem Kirchturmspitze ein Funkgerät. Das müsst ihr anmachen und dann erscheint das erste Hoverboard. Ihr müsst dann noch ein zweites und ein drittes finden. Da gibt es ganz viele Videos, wie der Weg abgelaufen ist. Sehr relativ einfach und zum Schluss öffnet sich dann die Challenge für euch. Dann könnt ihr die Hoverboard Challenge machen. Ich verlinke aber auch noch ein Video in der Beschreibung, wo ihr seht, wie ihr dann das Hoverboard aus dieser Challenge in euer Inventar bekommt. Die zweite Geschichte hat ein bisschen länger gedauert, aber hier ist ganz klar, hier geht es um die Cyberpunk-Hände. Die findet ihr beim VNC Tower auf einem Nebengebäude. Ich denke, das brauche ich jetzt nicht mehr in den VNC Tower einblenden. Dort, was ich aber jetzt euch zeige im Video, findet ihr dann die
die Person, die müsst ihr ansprechen, netter Smalltalk, und es erhaltet auch ein paar Infos zu Dying Light 1, ein bisschen Background von der Story, einen sehr lieben Empfang kriegt ihr dort und dann auch die Baupläne für die Cyberpunk-Hände. Und das Letzte ist klar, gerade im Video gezeigt, hier geht's um den tanzenden Zombie und die neuen Treffer, die ihr machen müsst. Auch nochmal Spot und Einblendung, auch eigenes Video von mir letzte Woche online gekommen, schnell erklärt, 9-mal hinreißen, aber immer Distrikt ganz verlassen, 9-mal treffen, hier einen Ball da in das Tor schießen, dann taucht ihr auf und ihr kriegt den Bauplan, eigene Fußbälle herzustellen. Das war's. Gut, die Twitter-Nachricht macht Hoffnung, 100 plus Easter Eggs, okay, das werde ich aber nicht so in die Beschreibung machen, dann heißt es, ich mache Clickbaits. Darf ich euch und durfte ich euch hiermit recht herzlich Moholas Vision präsentieren. Ich bin raus, ich bin fertig, alles Liebe, alles Gute, man hört und sieht sich, euer Smarty, tschö, tschö.